einen Spielstand. Nein, ist Eiserner Wille, ey, das kennst du nicht. Doch, das kenne ich nur zu gut. Ich habe normalerweise auch einen Eisernen Willen. So, wie gesagt, wir sind jetzt wieder da. Ich muss mal ganz kurz gucken, mich mal orientieren. Also, stelle falsche Baupläne her und lass zu, dass sie gestohlen werden. Untersuche die Tourismuswerbung auf der Weltkarte. Okay. Geld sieht gut aus. Ich weiß echt nicht mehr. Strom, okay, ist auch in Ordnung. Was haben wir denn hier alles? Was ist denn hier los? Missionen. Nebenhandlungen. Geld. Geld? Nochmal Geld, sehr geil. Was? Nur die Milfs können den bei ihm brechen. Ja, das ist wohl wahr. So, Forschung. Ist noch gesperrt, immer noch. Ich könnte kotzen, ne? Es geht mir so auf den Puffer. So. Was denn das hier? Oben ohne Drohne. Untersuche Tourismuswerbung, Stufe 2. Haben wir hier überhaupt schon mal was gebaut? Nee, noch gar nicht. Dann machen wir das nochmal gleich. Nehmen wir mit. Hier ist Stress. Den müssen wir auf jeden Fall mal schnell senken. Hier ist kein Mensch da. Das ist runtergefahren hier. Das ist schlecht für uns. Nehmen den mal weg, den Argwohn. Und hier ist leider so ein Typi. Außerdem ist das heute der Grenze zu Dänemark mächtig gescheppert. Und zwar nicht im lustigen Sinne. Oh, okay. Trümmerbola will ich nicht haben, um Gottes Willen. Die alte geht mal auf den Puffer. Die ist übel. Hier hinten ist ja auch noch Gedöns. 25%. Hier. Fahren wir das auch mal weiter runter. Sehr, sehr viele Dinger hier sind im Lockdown. Haha. Einladungsstil. Ohne Moos, nichts los. Oh, 305.000. Wow. Nimm den mal mit. Komm. Hat's da so geknallt, ja? Was ist hier mit dir hier? Was ist denn das hier? Argwohn 50. Argwohn 50. Oh, fahr den mal runter hier. Dort sind zwei Güterzüge wohl so heftig gegeneinander, dass sogar ein Waggon komplett senkrecht stand. Könnt euch also die Kraft vorstellen. Wow. Ja, das ist, es hört sich auf jeden Fall böse an. Was ist hier mit euch? Hier läuft auch nichts gerade. Weil da auch eine Tusse ist. Was haben wir hier? Gib Pfötchen. Atompartikel. Okay, zum Feuer nehmen wir mit. So, die sind noch gesperrt. Okay. Hier oben ist auch Druck. Hier läuft die Mission. Hier ist Free for All. Können wir dich noch ausbauen? Ja, wir könnten dich verbessern. Machen wir gleich mal. Hallo Olli. Mit Olli habe ich heute übrigens, ich glaube, insgesamt 2 Stunden lang telefoniert. Und über sein Problem mit dem Rechner philosophiert. Was ja nun mittlerweile echt nicht mehr witzig ist. Atompartikel. Ich nehme mal die Partikel mit. Tatsächlich. Finde ich irgendwie besser. Die braucht man nämlich zum Feuern. So, was ist mit dir hier? Kann ich noch nicht nehmen. Kann ich noch nicht nehmen. Ach, hier ist auch Druck, ne? Hier ist richtig Druck. Aber bevor das auch noch runtergefahren wird. Gute Nacht, ist aber bei mir. Meine beiden neuen Jacken sind da und ein Anime, den ich bestellt habe. Ah, okay. Schön. Lars, schön.
Finde ich gut. Da läuft's, da läuft's. Hier ist die Schnepfe, der Typ da. So, gib mal Gas hier, komm. Was ist hier? Noch ein Atompartikel. Na komm, wenn wir schon dabei sind, wir müssen sowieso ausbauen. Ich brauche nochmal für die Tourismuswerbung auf der einen Seite nochmal so ein Sendedingsbums, damit wir mehr, noch mehr Sendeleistung haben. Können wir das hier weggraben? Fragezeichen. Können wir das weggraben? Nee, das geht noch nicht. Ich habe es mir schon fast gedacht. Ach, das ist so ärgerlich. Ja, das geht, okay. Okay, Arsenal. Wir waren ja, genau, wir waren ja hier hinten dabei. Da hat uns ja was gefehlt, stimmt. Ja, dieser Tisch hat uns hier gefehlt. Was war denn das? War Gefängnis? Nein. Gegenstände? Nein. Das war diese Überwachungszentrale. Können wir dich dazu machen? Ja, ne? Ah, Quatsch. Oh. Mein Gott, ich muss erstmal wieder reinkommen. Es ist gerade wieder so ein bisschen her. Was jetzt? Warum ist denn... Ach so. Nee. Rückwärts. Da. Jetzt passt es. So. Jetzt passt das aber da nicht mehr. Ist ja auch geil. Wenn er nicht durchkommt. Pistolenständer. Aha. Pistolenständer. Aha. Hm. Machen wir so. Ihr seht schon, der Herausforderungsmodus wird ordentlich geguckt. Ja, ist doch gut für dich. Freut mich, Lars. Finde ich gut. Genau, hier fehlte der Tisch. Wurde mir gesagt. Den kriegen wir da nie hin. Ist ja auch doof. Wenn ich hier aber nochmal eine Wand ranziehe, könnte ich nochmal zwei Felder gewinnen. Ah, da komme ich nicht. Na, ist auch doof. Ah! Ärgerlich! Kann ich dich drehen? Warte. Drehen? Nee, da will er nicht. Warum nicht? Ach, ja, stimmt. Ich weiß warum. Hahaha. So, jetzt passt es. Mein Gott. Ich muss es ja erstmal deklarieren. Als, den Raum. Okay, jetzt bestätige. Und du? Mach mal. Auge. So, hier sind sie auch irgendwie am Rumgammeln. Ich weiß nämlich gerade nicht mehr, was wir alles machen wollten. Ach, jetzt nicht doch. Oh. Warum die Leute immer anrufen, wenn ich streame, ey. Jetzt nicht. Jedes Mal. Aber wirklich jedes Mal, wenn ich streame, ruft irgendwer an. Das ist echt ätzend. Schlimm. Wirklich schlimm. Was haben wir denn hier? Warte mal, das ist der... Der Belegschaftsraum war es nicht. Oh Gott, ich weiß echt nicht mehr, was hier im Faktum ist. Ich glaube, die haben ein bisschen was verändert. Und dann um die Uhrzeit noch. Ja, ja. Scheiße, was war denn das jetzt? Ich bin gerade echt ein bisschen Kontrollraum. Meine Fresse. Natürlich ist es der Kontrollraum, den wir hier haben. Oh, ey. Manchmal bist du echt... Echt ein bisschen konfus. So, du. Dich bauen wir da auch noch rein. So, dich nehmen wir auch noch mit.
Je mehr, desto besser. Und ich weiß jetzt schon, dass wir Probleme bekommen werden, mit den, mit den Trainingseinrichtungen. Ganz ehrlich, Lars, ich kenne den nicht. Ich weiß nicht, wer das ist. Keine Ahnung, wer das sein soll. Oh, was Neues. Was ist das denn? Falsche Pläne. Ah, verstehe. Das ist ja geil. Also nicht, dass der tot ist, aber wie gesagt, ich kenne den nicht. Ich kann den nicht zuordnen. Ich kann dir Willi Herren zuordnen. Das kann ich dir zuordnen, wer das ist. New optional objective. Synchronsprecher und Schauspieler. Ja, gut. Wie gesagt, keine Ahnung. Sorry. So. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Oh. Hat unter anderem Scar aus König der Löwen eingesprochen. Okay. Trojanisches Pferd. Beute? Hier. Okay, soll geklaut werden, haben sie gesagt. Wir sollen es zulassen, dass es geklaut wird. Da kann ich es nicht hinpacken. Das Problem ist, die werden... Ach, wir haben ja... Stimmt, wir haben ja die hier auch noch hier. Diese vergoldeten. Stimmt, da war ja was. Die haben wir ja auch noch. Die sind ja durch unsere, Doomsday-Waffe da, vergoldet worden. Kleiner, Nebeneffekt, mal eben 1000 Gold immer. Nachteil ist, du musst sie jetzt alle rauspicken. So, hier auch noch welche. Na. So, du ist okay. Hier auch noch. Okay, bei dir ist... Okay, Willi Herren, auch Schauspieler. Und... bekannt zum Beispiel aus der Lindenstraße. Und ich glaube auch Sänger auf dem Ballermann gewesen. Wenn ich mich jetzt nicht irre. So, die haben wir hier alle verkauft. Ne, hier sind noch welche. Guck mal, noch mal vergoldete. Wie bei Goldfinger. Ich mag ja diese Anspielung. Ja, diese ganzen kleinen Anspielungen finde ich super. So. Wie sieht's aus? Ja, dem will ich ja auch gar nicht widersprechen, ne? Der blaue Heilige, um Gottes Willen, nee, lass mal. Den wollen wir nicht haben. Wie sieht's denn hier aus? Complete. Claude Gaul. 96.000. Ja, komm, hau raus. Was soll's? So, hier nochmal. Der ist Lockdown. Okay, das passt auch soweit. 69%. Was haben wir hier? Atompartikel. Nehmen wir mit. Können wir gebrauchen für später. So, hier müssen... Oh, hier... Verdammt, Lockdown. Wer ist im Lockdown? Hier meine ganzen Geheimbasen. Goldfinger war kein... kein Erwachsenenfilm, Olli. Das ist ein James-Bond-Film. Goldfinger. Wieso haben wir denn keinen Strom jetzt? Was ist denn mit euch wieder nicht? Wieso was? Jetzt haben wir wieder nicht genug Strom. Ich werde irre, ey. Weißt du, Probleme. Unglaublich. Zweite Etage. Wir brauchen dringend noch mehr Strom. Ich werde irre. Weiter erweitern. Ja, bleibt uns wohl nichts anderes übrig gerade.
Ist echt heftig, ey. Dekor. Gegenstände. Vielleicht machen wir das, den Dingsraum mal ein bisschen größer, den Casino-Raum mal ein bisschen wegnehmen. Und stattdessen da nochmal irgendwie. Ja. Geht nicht, weil da was ist. So, machen wir es mal so. Jetzt muss ich natürlich die versetzen. Damit hier was passieren kann. Na, da hinten geht's wieder nicht. Ah. So, mehr. Baut. So, wie sieht's denn hier aus? Hier fehlt definitiv noch ein Tisch drin, ne? Den müssen wir irgendwie mal hier hinkriegen. Das geht so nicht. Bewegung. Betäubungsknüppel. Ist das übrigens der Betäubungsknüppel. Einmal. Aber du auch. Das ist jetzt der große. Den krieg ich doch nie hier rein, ey. Den krieg ich doch nie hier rein, den Tisch. Der ist doch viel zu groß. Guck mal, der ist so riesig. Das ist doch scheiße. Er muss so gehen. Nicht optimal, aber was willst du machen? So, wir machen mal ein bisschen mehr Power. Damit das hier mal vorangeht. Und lass zu, dass sie gestohlen werden. Ja, da müsste ich eigentlich mal meine ganzen Fallen und so weiter, glaube ich, deaktivieren. Reicht immer noch nicht der Strom. Ich werde wahnsinnig. Komm, bau den anderen dann noch. Damit wir wieder Saft haben. Na los. Okay, wir müssten den Bereich mal kurzfristig ausschalten, den wir hier haben, die Sicherheitszonen. You're running low on power. Build more generators. Damit wir die hier mal reinlassen können. In der Hoffnung, dass sie hier durchkommen. Und das dann klauen. Diese Pläne hier. Wisst ihr? Power restored. Sehr gut. Hä? Warum denn nicht? Der geht und der geht nicht. Jetzt geht es, mein Gott. So, dich können wir aufpushen. Nicht. Es fehlen Berichte. Ärgerlich gerade. Hier kommt jetzt was rein. Hier oben ist gerade keiner. Das ist gut. Da können wir ein bisschen Money ranholen. Der ist im Lockdown. Du kannst also, ganz ehrlich, du kannst eigentlich gar nicht alles verhindern. Dass sie nicht irgendwann hier im Lockdown sind. Ist leider ein bisschen unglücklich gelöst. Also die Weltkarte ist ein Problem. So, mach mal. Was ist mit dir hier? Atompartikel? Nehmen wir mal den hier mit. Hier Stress. Okay, der wird wahrscheinlich in Lockdown gehen. Ich probiere es trotzdem nochmal. Hier ist das. Das ist ein Atompartikel. Den brauchen wir zum Abschuss. Ja. Brauchen aber auch Geld.
Hier hockt der Typ, das ist nicht gut. Mhm. Ja, gerade ist ein bisschen ein Problem mit den ganzen Berichten. So, komm. Eigentlich müsste ich ja mal wirklich... Ja, ja, genau. Schleicht euch mal rein hier. Komm, ja, komm. Da guckt, da kommt er angeschlichen. Die werden alle hier wieder... Haben die das jetzt noch nicht zurückgesetzt? Das ist ja ärgerlich. Kann ich den... Diese... Warte mal, ganz kurz. Kann ich die da nicht irgendwie hier reinpflanzen? Nee. Training resumed. Geht nicht. Shit. Okay, jetzt ist einer mal durchgekommen. Zwei, die da rumschleichen. Da hinten ist nicht gut. Okay, werden auch gleich wieder weggebracht. Problem ist, ich muss die hier irgendwie hierher kriegen. Aber ich habe mich jetzt so gut verteidigt, dass die da gar nicht mehr durchkommen. Das ist auch der Hammer. Oh, hier ist noch ein Typi. Ein bisschen Money. Voll am Gackern hier. Wir schleichen hier alle rum. Was mit dir hier? Aufgabe. Aua. Okay. Ja, die sind jetzt so gut hier, dass sie gar nicht mehr durchkommen. Ich glaube, ich werde jetzt mal Folgendes machen. Einfach mal hier ein paar Sachen ändern. Ja, mir echt... gerade wie ein Haufen Hühner, ja? Das hört sich total danach an. Boah, ich werde mal ein bisschen was verkloppen jetzt hier. Und mal ein bisschen aufräumen. Weil das Casino hier gefällt mir jetzt gerade echt nicht mehr. Boah, einfach mal ein bisschen... So, dann mache ich nämlich den Vorraum. Kannst du nicht die Tür verwenden? Das ist eigentlich total auffällig so. Welche Tür? Die hier? Kann ich nicht verbergen. Guck mal, jetzt gehen sie hier durch. Versuchen hier reinzuschleichen. Das Problem ist, ich muss, dass sie da ran können. Ich mache extra sogar die Tür auf. Ja, dass die hier quasi hier durch können. Die müssen hier einmal durch. Deswegen will ich jetzt den Bereich ein bisschen verlängern. Und, das kann man ja. Indem ich das einfach sage. Machen das mal so. Okay, das ist jetzt natürlich ein bisschen doof. Quatsch. Blödsinn. So, ist klar, dass sie da nicht durch können.
Quatsch, ich bin nur echt besoffen, weißt du, ganz ehrlich. Als ob ich einen gesoffen hätte heute. Das ist, wenn man nicht hundertprozentig fit ist. Aber wir machen, wie gesagt, wir machen mal den Casino-Bereich etwas kleiner. Nein, den machen wir mal ein bisschen kleiner. So, den nehmen wir dem ein bisschen weg. Dann werde ich das jetzt hier als Vorraum nutzen und da stelle ich dann die Beute rein und dann sollen sie sich da bedienen. Genau. Genau, so, ihr baut das mal und dann, wie gesagt, machen wir hier dicht. Weil dieses Ganze, es reicht doch eigentlich hier. Ne, also eigentlich. So, hier ist schon wieder Stress. Was ist das hier? Stil? Nein. Argwohn, Moment. Dann holen wir uns das hier, den letzten, den wir brauchen. Oben ohne Drohne. Dann haben wir nämlich die Sidequest. Auch am Start. Oh, hier oben ist... Stil. Ey, ich will den Stil nicht in meiner Base haben. Mein Gott. Ich will den nicht haben. Holen wir uns ein bisschen Money. Money schadet nie. So, das ist echt ein bisschen nervig, dass man hier die ganzen Dinger hier immer selbstständig machen muss. Also wäre schon ganz nett, wenn man hier irgendwie jemanden hätte, der das automatisch übernehmen würde, wenn hier zu viel Argwohn ist. Ansonsten ist das dann doch ein bisschen nervig. 10 von 8 Berichten. Na komm. 8. Na komm. Ja, dann nicht. Mein Gott. Dann halt nicht. Was haben wir hier? Hier haben wir noch Stress. Hier werden wir gerade wieder beobachtet. Das heißt, wir würden ihn auf den Plan rufen. Deswegen, nee. So, verschrecke Touristen in der Tarnfirma. Wie soll ich ihn nicht verschrecken? Vielleicht, wenn ich hier Mord und Totschlag mache. An intruder is in the lair. Kill them. Mit Erschreckpistolen, genau. The heat at a criminal network. Kill that minion, minions. Evil never sleeps.
Science kill. Get this done now. Kill them. Time to make the world shine. Ha 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 ha!